Ja, herzlich willkommen zu diesem wissenschaftsphilosophischen Prolog. Die Idee von dieser eher kürzeren Session ist, Sie so ein bisschen mit dem analytischen Werkzeug auszustatten, in angemessener Art und Weise über Modelle zu reden und über Modelle zu diskutieren. Denn unser Anspruch hier ist es ja, uns Modelle aus verschiedenen Paradigmen anzuschauen, aus verschiedenen theoretischen Traditionen und diese Übersetzungsarbeit zwischen den unterschiedlichen Traditionen ist in der Regel sehr schwierig. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass eine eigene Forschungscommunity in der Regel Sie nicht mit den analytischen Tools ausstattet, die eigene Forschung mit anderen Paradigmen zu vergleichen. Das ist so in der Logik von einem Paradigma in der Regel so nicht vorgesehen. Das heißt, Sie müssen sich die Tools quasi wirklich von der Metaperspektive einzunehmen, von woanders holen. Und dieses Woanders ist in der Regel eben die Wissenschaftsphilosophie. Deswegen dieser wissenschaftsphilosophische Prolog. Das ist der Outline des Ganzen. Ich möchte kurz am Anfang motivieren, warum diese Session zur Wissenschaftsphilosophie meines Erachtens wichtig und angemessen ist. Ich möchte dann kurz Modelle von anderen Methoden zu einem Erkenntnisgewinn abgrenzen, sodass wir einfach bessere Vorstellungen davon haben, was macht Modelle eigentlich als solche aus, weil Modelle werden häufig verwendet, aber selten wirklich begründet, warum man jetzt Modelle und nicht was anderes verwendet und was dieses andere denn sozusagen sein kann. Dann möchte ich einfach ein paar hilfreiche Grundkonzepte bzw. Grundvokabular aus der Wissenschaftsphilosophie einbringen, weil ich glaube, dass das in den zukünftigen Debatten hilfreich sein kann und uns das erleichtern wird, eben über Modelle zu sprechen. Dann werden wir uns mit der Verifizierung und Validierung von Modellen auseinandersetzen, weil es nochmal ein besonderes eigenes Thema ist. Da geht es darum, wie wir zum einen die interne Konsistenz von Modellen beurteilen, Verifizierung, und wie wir Modelle in Bezug zu ihrem Zielsystem beurteilen. Sprich, wie gut das Modell das Ding repräsentiert, was wir damit repräsentieren wollen. Häufig geht es darum, mit makroökonomischen Modellen bestimmte Ökonomien in der Realität zu repräsentieren und besser zu verstehen. Und dabei müssen wir natürlich irgendwie das Modell mit Ökonomie, die wir verstehen wollen, vergleichen. Ja. Und das fällt so unter diesen Begriff der Modellvalidierung. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten und viele Missverständnisse darüber, auch was die Qualität von bestimmten Modellen angeht, rühren davon her, dass man nicht genau zwischen diesen Arten der Validierung trennt. Das spiegelt sich auch wieder eben in der Emergenz unterschiedlicher Forschungsprogramme oder Paradigmen in der Volkswirtschaftslehre. Damit wollen wir diesen Prolog dann abschließen und wir werden das damit auch in Bezug setzen auf diese Arten der Validierung und Verifizierung, weil wir nämlich sehen werden, dass in unterschiedlichen Forschungsprogrammen die Community an Forscherinnen unterschiedliche Präferenzen für unterschiedliche Arten der Validierung von Modellen hat, unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine gute modellbasierte Erklärung ist und demzufolge auch sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hat, wie so ein Modell auszusehen hat, und viele Unterschiede im Modelldesign lassen sich auf diese metatheoretischen Präferenzen runterbrechen. An dieser Stelle also ein paar Wörter zur Motivation, warum diese wissenschaftsphilosophische Perspektive sinnvoll ist. Ja. Gute Aufhänger von Motivationen sind immer Albert Einstein-Zitate, insbesondere im Kontext der Sozialwissenschaften. Wenn man sich jetzt hier natürlich irgendwie einen Naturwissenschaftler an Boot holt, der sagt, dass diese wissenschaftsphilosophische Betrachtung wichtig ist, dann hat man natürlich schon viel gewonnen. Albert Einstein sagt viele schlaue Sachen, das ist eine davon. Er sagt, the reciprocal relationship of epistemology and science is of a noteworthy kind. They are dependent upon each other. Epistemologie, quasi die Frage nach dem Erkenntnisgewinn. Ja, in diesem Bereich der Philosophie stellt man sich die Frage, wie kann Wissen geschaffen werden, was ist Wissen, welche Prozesse liegen dem Wissen, der Wissensgenerierung zugrunde. Ja. Epistemology without contact with science becomes an empty scheme. Science without epistemology is, in so far it is thinkable at all, primitive and muddled. Ja, also er hat hier, finde ich, sehr sinnvoll, diese schönen Begriffe, primitive and muddled. Ja, also häufig, gerade in der Ökonomik, sprechen viele davon, dass die ganze Metatheorie und Metaphilosophie eigentlich überflüssig ist, man soll machen. Ja,
Aber ich finde, Einstein macht hier den richtigen Punkt. Einfach nur machen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was man da eigentlich macht und wie das, was man macht, wirklich sinnvoll ist, ist potenziell sehr gefährlich. Ja? Und werden wir deswegen ja auch nicht machen. Als weitere Motivation ist es einfach so, dass die Wissenschaftsphilosophie uns bestimmte Vokabeln, analytische Wörter quasi zur Verfügung stellt, die es uns erlauben, quasi über Modelle klarer zu debattieren. Einfach die Begriffe und die Wörter sind hilfreich, genauso wie häufig die Sprache der Mathematik hilfreich ist, Zusammenhänge klarer auszudrücken. Genauso ist die Sprache der Wissenschaftsphilosophie hilfreich, Argumente über den Sinn und Unsinn von Modellen klarer auszudrücken. Dabei geht es auch um so ganz basale Fragen wie, was ist eigentlich ein Modell? Wie erklärt mein Modell eigentlich? Was macht ein Modell im Vergleich zu anderen Tools zur Wissensgenerierung aus? Das sind oft Fragen, die wir sozusagen implizit voraussetzen, dass wir die schon beantwortet haben, dass wir eine gute Antwort darauf haben. Ich denke, hier an diesem Punkt ist es hilfreich, nochmal einen Schritt zurückzugehen und die Fragen explizit zu stellen und sich eine befriedigende Antwort zurechtzulegen. Hinzu kommt noch eine weitere Motivation. Klar, die meisten von Ihnen werden jetzt nicht so wissenschaftsphilosophisch unterwegs sein, aber ich kann Ihnen versichern, das Thema Modelle ist einfach philosophisch im Moment eine sehr heiß debattierte Geschichte. Also in der Wissenschaftsphilosophie bzw. der Epistemologie ist Model-Based Science ein riesiges Topic. Wenn man davon ausgeht, oder also weil man beobachtet, dass Modelle in verschiedensten Disziplinen immer beliebter werden und immer weiter verbreitet werden, und dieses modellbasierte Denken immer wichtiger in der Wissenschaft ist. Und das ist natürlich für die Philosophinnen und Philosophen dann eben auch attraktiv, sich damit auseinanderzusetzen, wie das funktioniert. Zusätzlich würde ich noch sagen, Wissenschaftsphilosophie, insbesondere Epistemologie, ist so ein sehr hilfreicher Weg zur Selbstreflexion des eigenen wissenschaftlichen Tuns. Ja, es hilft einfach dabei, sich darüber klar zu werden, was macht man da eigentlich, warum macht man das, ist man damit zufrieden, das ist gut, ist das schlecht. Gleichzeitig möchte ich Ihnen aber auch, möchte ich auch warnen, es ist auch wahrscheinlich der beste Weg, da ein bisschen verloren zu gehen. Also wenn Sie jetzt nicht aufpassen, dann können Sie sich wahrscheinlich ewig lange mit nichts anderes auseinandersetzen als der Frage, wie Wissen geschaffen wird und wie das in den Sozialwissenschaften funktioniert. Ich möchte hier Ihnen nur einen kurzen Überblick geben, damit Sie dieses analytische Vokabular verwenden können. Das wird jetzt keine ergiebige Einführung in die Wissenschaftsphilosophie sein. Von dem Paper, was ich Ihnen als Reading gegeben habe, da finden Sie ganz viele Referenzen zu Further Readings, wenn Sie sich da tiefer einarbeiten wollen. Aber ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung, kann ich Sie nur davor warnen, da verloren zu gehen, denn man kann da wirklich unfassbar viel lesen und man kann da auch relativ leicht verloren gehen. Gleichzeitig ist eine zeitlich beschränkte Beschäftigung damit am Anfang finde ich ganz besonders lohnenswert und damit wollen wir jetzt auch direkt starten. An dieser Stelle wollen wir jetzt mal überhaupt die Analyse von Modellen von anderen Analyseformen miteinander abgrenzen. Und dabei ist es vielleicht nochmal interessant darauf hinzuweisen, dass tatsächlich die Frage nach der Tatsache, was eigentlich genau ein Modell ist, in der Wissenschaftsphilosophie relativ strittig debattiert wird. Es ist einfacher zu sagen, was eine modellbasierte Analyse ist und das abzugrenzen von anderen Arten der Analyse. Aber was genau ein Modell ist, ist tatsächlich eine relativ strittige Geschichte. Ja? Und das ist natürlich überraschend, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Modelle einfach extrem häufig verwendet werden. Aber vielleicht können Sie sich ja selber mal so überlegen, was für Sie eigentlich ein Modell ist und wie ein Modell definiert werden kann. Vielleicht kommen die auch auf eine relativ einfach auf eine gute Definition, aber wenn nicht, dann sollte Sie das nicht überraschen in dem Sinne, dass das wirklich ein relativ großes Thema ist. Hier wollen wir uns quasi nicht mit diesen wissenschaftsphilosophischen Grundlagendebatten auseinandersetzen, sondern wir wollen den Fokus auf die Forschungspraxis legen und da ist es wie gesagt einfacher. Hier wollen wir vor allem fragen, was zeichnet modellbasierte Analyse eigentlich aus? Ne? Und was man in der Wissenschaftsphilosophie in der Regel sagt, dass das eine modellbasierte Analyse quasi gekennzeichnet ist dadurch, dass es eine indirekte Analyse des Zielsystems ist. Also jedes Modell hat sozusagen ein Zielsystem, das ist quasi das System, was wir durch das Modell besser verstehen wollen. Also beispielsweise ein Modell von der Bundesrepublik Deutschland. Da wäre das Zielsystem quasi die Ökonomie der Bundesrepublik Deutschland. Modelle sind quasi ein indirekter Weg, dieses Zielsystem besser zu verstehen, beziehungsweise zu untersuchen. Das heißt, wir starten hier mit
sozusagen unserem Target System, das wird gemeinhin als T bezeichnet, und wir repräsentieren dieses Target System im Rahmen von einem Modell. Ja? Dieses Modell wird dann analysiert, ja? Und auf Basis von dieser Analyse bilden wir dann Rückschlüsse auf das eigentliche Zielsystem. Ja? Die Analyse von dem Modell kann zum Beispiel sein, wenn Sie ein Simulationsmodell haben, wird dieses Modell simuliert. Wenn Sie ein mathematisches Modell haben, dann leiten Sie irgendwelche Beweise ab. Und von den Erkenntnissen, die Sie über das Modell gewonnen haben, leiten Sie dann Erkenntnisse über Ihr Zielsystem ab. Das heißt, Sie haben hier eigentlich einen indirekten Weg. Ja, Sie gehen nicht vom Zielsystem direkt zu den Rückschlüssen, sondern Sie gehen eben hier diesen Umweg über die Analyse von dem Modell. Und das ist natürlich nicht notwendigerweise der Fall. Ja? Also man könnte sich jetzt auch vorstellen, für Sie als Forscherin oder Forscher, Sie können das Zielsystem auch direkt analysieren, ohne diesen Umweg über das Modell. Das heißt, Sie starten mit Ihrem Zielsystem, Sie haben eine direkte Beschreibung und Analyse des Zielsystems, ziehen auf Basis von dieser direkten Beschreibung des Zielsystems Rückschlüsse und bewegen sich entsprechend hier direkt auf einer Ebene. Und Sie haben nicht hier diesen Umweg, den die modellbasierte Analyse auszeichnet, Sie bleiben quasi immer auf der Ebene des Zielsystems. Wenn man jetzt mal sagt, okay, Modelle sind quasi, oder modellbasierte Analyse ist dadurch gekennzeichnet, dass wir das Zielsystem erst repräsentieren in einem Modell, dann das Modell analysieren und dann Rückschlüsse ziehen auf das Zielsystem. Dann können wir im nächsten Schritt verschiedene Arten von Modellen dahingehend unterscheiden, sozusagen wie dieses indirekte Ding aussieht, also wie das Modell aussieht, denn was auf jeden Fall eigentlich fast immer der Fall ist, dass das Modell was anderes ist als das Zielsystem. Ja? Und je nachdem, aus was dieses Modell gebaut ist, können wir dann unterschiedliche Arten von Modellen unterscheiden. Und in unterschiedlichen Forschungsprogrammen sind eben auch unterschiedliche Arten von Modellen präsent. Ja? In der Wissenschaftsphilosophie unterscheidet man zwischen konkreten Modellen, mathematischen Modellen und algorithmischen Modellen. Am einfachsten ist sich das irgendwie anhand von einigen Beispielen zu verdeutlichen. Konkrete Modelle werden uns jetzt in den Sozialwissenschaften sehr, sehr selten vorkommen. Ja, also konkrete Modelle sind Modelle, die hergestellt sind aus physischem Material. Das kann Stein sein, das können kann Wasser sein, whatever. Ja, physisches Material, was Sie direkt vor sich haben. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das sogenannte San Francisco Bay Modell. Das sehen Sie hier. Es ist ein Becken von dem San Francisco Bay, wo eben jetzt hier sehen Sie Brücke und die einzelnen Stadtteile und Inseln und so weiter. Also es hat alles sozusagen, jeder Teil des tatsächlichen Bays hat seine Entsprechung in dieser physischen Nachteilung des Modells. Anderes Beispiel für ein physisches Modell ist der MONIAC. Ja, das ist ein Monetary National Income Analog Computer. Den können Sie jetzt mittlerweile nur noch im Museum betrachten. Sie haben hier quasi die Gesamtökonomie repräsentiert durch bestimmte physische Teile. Und Geldflüsse sind hier ganz direkt als Flüsse von Wasser sozusagen dargestellt. Ja, und jede Menge von Wasser kann man interpretieren als bestimmte Menge von Geld. Und durch die Flüsse von Wasser innerhalb von dem Modell können Sie dann Rückschlüsse ziehen auf den Geldkreislauf in der tatsächlichen Ökonomie. Das heißt, die Zustände, die Sie in diesen Modellen finden, das ist dann sowas wie Wasserstand, Fließgeschwindigkeit etc. Und diese Zustände interpretieren Sie dann als zum Beispiel Umlaufgeschwindigkeit des Geldes oder bestimmte Menge von Geld und interpretieren die sozusagen als Zustand Ihres Zielsystems. Und auf die Art und Weise bilden Sie dann Rückschlüsse bezüglich Ihres Zielsystems auf Basis der Analyse von Ihrem Modell. Also Modellanalyse wäre hier zum Beispiel diesen Wassercomputer laufen zu lassen und die Rückschlüsse wären dann, wenn Sie zum Beispiel sehen, Sie erhöhen die Steuerlast, dass halt bestimmte, also Wasser fließt dann in eine andere Richtung, dann interpretieren Sie quasi die entsprechenden Flüsse von dem Wasser als alternative Geldflüsse in ihrem tatsächlichen Zielsystem. Das ist jetzt, wie gesagt, aber etwas, was relativ in den Sozialwissenschaften zumindest relativ selten ist. Also ich glaube, das wird auch in der heutigen Forschung eigentlich so gut wie gar nicht mehr benutzt. Es ist eher historischer Natur, aber es ist philosophisch interessant, weil es uns zeigt, dass wir intuitiv viel häufiger von Modellen reden, als wir das als Wissenschaftlerinnen vielleicht auf den ersten Blick glauben.
In der Ökonomik deutlich bekannter sind uns wahrscheinlich mathematische Modelle. Ne? Mathematische Modelle sind, könnte man sagen, die sind sozusagen jetzt nicht hergestellt aus physikalischen Objekten, sondern aus mathematischen Objekten, ne? Also aus Zahlen, aus Mengen, als Graphen etc. Da kann man jetzt auch wieder eine riesige philosophische Debatte führen, ob jetzt solche mathematischen Entitäten tatsächlich existieren. Aber in jedem Fall kann man festlegen, dass mathematische Modelle gebaut sind aus diesen mathematischen Konstrukten. Die unterscheiden sich natürlich stark von konkreten Modellen in dem Sinne, dass sie in der Regel keinen direkten Zugriff auf diese Modelle haben. Na, sie können jetzt nicht irgendwie eine Zahl anfassen, sie können jetzt irgendwie die Umlaufgeschwindigkeit, Geldgeschwindigkeit in ihrem mathematischen Modell nicht direkt manipulieren, so wie sie zum Beispiel in dem Moniak vielleicht irgendwie den Wasserhahn dann stärker aufdrehen, sondern sie müssen das eben machen, indem sie die Sachen mathematisch beschreiben und dann Rückschlüsse ziehen. Sie müssen sozusagen mit dem mathematischen Modell interagieren, indem sie die mathematischen Objekte repräsentieren. Das können sie durch Formeln machen, das können sie durch Abbildungen machen. Diese Sachen können sie dann manipulieren und sozusagen dann einen Zugriff auf die mathematischen Objekte in ihrem Modell bekommen und dementsprechend dort dann auch Ergebnisse ableiten, indem sie zum Beispiel Beweise führen und dann Rückschlüsse auf das eigentliche Zielsystem führen. Das ist dann auch das, was an diesen Modellen interessant ist, ne? Wenn sie einen Beweis geführt haben, wenn sie bestimmte Gleichgewichte ausgerechnet haben, wenn sie bestimmte Attraktorstrukturen gefunden haben. Diese Ergebnisse sind dann das, die ihnen die Rückschlüsse auf das Zielsystem erlauben und dann sozusagen diese Modelle auch wirklich, wodurch diese Modelle dann auch tatsächlich ihre Erklärungskraft entfalten. Beim dritten Typ von Modellen, der gemeinhin unterschieden wird, handelt es sich um sogenannte algorithmische Modelle. Das ist vielleicht auf den ersten Blick vielleicht ähnlich wie mathematische Modelle, aber da funktioniert die Erklärung in der Regel ein bisschen anders. Mathematische Modelle, hatten wir ja gesagt, sind hergestellt aus mathematischen Objekten wie Zahlen oder Graphen. Algorithmische Modelle sind sozusagen hergestellt aus konkreten Prozeduren oder Algorithmen. Ne? Beschrieben werden die ganze werden durch Computercode und den Zugriff haben sie dadurch, dass sie diese Modelle simulieren. Ja? Dadurch haben sie in der Regel nicht so einen direkten Zugriff wie auf das mathematische Modell, wo sie quasi direkt einen mathematischen Beweis führen können. Bei den algorithmischen Modellen spricht man häufig von einer epistemischen Verdecktheit, dadurch, dass sie diese Modelle in der Regel am Computer simulieren müssen und sozusagen immer für bestimmte Parameterwerte zwar wissen, wie sich das Modell verhält, aber sie haben sozusagen keine vollständiges Verständnis von dem Modell, wie bei einem mathematischen Beweis, der halt eben für das logische System, was er beschreibt, quasi vollständig und überall gültig ist. Ja, dadurch, dass wir algorithmische Modelle simulieren müssen, ist immer so ein bisschen Restunsicherheit da, wie sich das Modell denn wo verhält, wo wir jetzt im Moment die Parameter nicht betrachtet haben. Auch ist der Fokus in der Regel nicht in etwas anderer als bei den mathematischen Modellen. Bei den mathematischen Modellen sind wir interessiert an den Ergebnissen, also insbesondere an den Theoremen oder an den Gleichgewichtszuständen, die wir ableiten. Bei den algorithmischen Modellen ist vielmehr so der Weg zum Ziel zentral. Also wir werden später kennenlernen, bei den agentenbasierten Modellen geht es darum, dass sie haben eine Population von künstlichen Agenten, die dann direkt miteinander interagieren und sich gegenseitig ökonomische Angebote machen, Transaktionen durchführen. Das heißt, diese direkte Interaktion von den Entitäten ist total zentral und ist das, wo die Erklärungskraft wirklich herkommt. Bei den mathematischen Modellen wäre es jetzt eher so, dass sie sich die Ergebnisse als Gleichgewichtszustand sozusagen herleiten aus den Formeln und das ist, womit sie dann ihr Zielsystem tatsächlich erklären. Das heißt, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, in dem Sinne, wir haben bei Modellen, die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ihr Zielsystem repräsentieren und durch die Analyse des Modells wir dann Rückschlüsse auf das Zielsystem ziehen. Aber dieses Modell kann unterschiedlich aussehen. Es kann die Form von einem physischen Objekt sein, es kann bestehen aus einem Set von mathematischen Objekten oder es kann bestehen aus einer Menge von Prozeduren bzw. Algorithmen. In allen drei Elementen ist gleich, wir analysieren das Modell, machen Rückschlüsse auf das Zielsystem, aber das, woraus das Modell gebaut hat, ist unterschiedlich und es geht einher mit auch einem unterschiedlichen Erklärungsstil. Bei den algorithmischen Modellen mehr Fokus auf die Prozesse, darüber, wie die Ergebnisse zustande kommen,
bei den mathematischen Modellen mehr so über die Eigenschaften der Endzustände und der allgemeingültigen Aussagen, die wir dort mathematisch herleiten können. In diesem Zusammenhang gibt es ein wichtiges Konzept, nämlich das Konzept der sogenannten repräsentativen Kapazitäten. Ja. Verschiedene Modelltypen haben nämlich unterschiedliche repräsentative Kapazitäten. Das bedeutet, die können unterschiedliche Dinge herstellen. Ich habe das gerade schon gesagt, dass der Stil der Erklärung ist bei algorithmischen Modellen zum Beispiel ein bisschen anderer als bei mathematischen Modellen, in dem eben dieser Fokus auf die direkte Interaktion im Zentrum ist. Häufig wird von dieser direkten Interaktion in mathematischen Modellen abstrahiert, weil es eben sehr schwierig ist, diese direkte Interaktion in mathematischen Modellen direkt darzustellen. Das bedeutet, wenn Sie direkte Interaktion darstellen wollen, ist es einfacher, ein algorithmisches Modell zu verwenden, weil die entsprechenden repräsentativen Kapazitäten, also das, was das Modell repräsentieren kann, dort besser gelagert sind. Es geht natürlich damit einher, dass mathematische Modelle vielleicht andere Vorteile haben. Das kommen wir später auf bei dem Kontext Verifizierung und Validierung nochmal darauf zu sprechen. Dadurch, dass zum Beispiel algorithmische Modelle extrem flexibel sind, sie extrem viele verschiedene Sachen damit abdecken können, brauchen sie natürlich auch extrem gute Theorie sozusagen als Leitlinie dazu, was sie jetzt genau in diesen Modellen abbilden. Und in so einem leichten, stilisierten mathematischen Modell ist es einfacher, weil sie da gar nicht so viele Möglichkeiten haben. Jetzt kann man natürlich sagen, dass sich das eigentlich eine gute Sache ist und das eine grundsätzliche Motivation für die sogenannte Triangulation von verschiedenen Methoden oder Modellen ist. Unter Triangulation verstehen wir das Zusammenführen von bestimmten Dingen innerhalb einer einzigen Studie. Das heißt, Sie können jetzt natürlich sagen, okay, das mathematische Modell ist exakter, aber die repräsentativen Kapazitäten des algorithmischen Modells sind breiter. Das heißt, ich schaue mir jetzt das gleiche Zielsystem an, einmal mit einem mathematischen Modell und von einem algorithmischen Modell, und die Gesamtaussage basiert auf beiden Modellen. Ja? Das nennen wir Triangulation, und das ist gerade in der ganzen Debatte da über Pluralismus in der Ökonomik extrem wichtig, weil da natürlich in der Regel das Argument gemacht wird, dass diese Triangulation von verschiedenen Modellen besonders wichtig ist. Wir werden aber auch im Rahmen dieses Kurses lernen, dass es besonders schwierig ist und dass nicht notwendigerweise alle Modelle miteinander trianguliert werden können, sondern dass manchmal Modelle auch tatsächlich eher Substitute sind und nicht, wie es bei der Triangulation vorausgesetzt wird, Komplemente. Das Ganze kann natürlich trotzdem auch bei substitutiven Modellen in dem Sinne hilfreich sein, wenn sie nämlich eine konstruktive Auseinandersetzung haben und zum Beispiel gucken, oder wo sie vielleicht zum Ergebnis kommen, okay, das eine Modell ist definitiv besser als das andere, aber nur weil sie beide Modelle gegenübergestellt haben, haben sie sich Fragen gestellt, die sie sich mit einem einzelnen Modell nicht gefragt haben. Das heißt, in jedem Fall würde ich sagen, dass es in der Regel eine gute Möglichkeit ist, mehrere Modelle zur Beantwortung der gleichen Frage zu verwenden. Ich habe Ihnen hier zwei Twitter-Tweets von zwei Mainstream-Ökonomen gezeigt. Ich finde, worauf Sie hier hinweisen, das finde ich, das schaut eigentlich ganz gut, oder ist eigentlich sehr interessant. Es geht um die Debatte um die Anwendbarkeit von agentenbasierten Modellen in der Ökonomik. Agentenbasierte Modelle, wie wir sie später kennenlernen, sind nämlich nicht sonderlich akzeptiert in der Mainstream-Ökonomik. Und das ist hier ein schönes Wort. Ich finde, beide machen ein gutes Argument, ob das in der Praxis dann tatsächlich so passt. Aber im Endeffekt macht insbesondere hier dieser Herr ein Argument für Pluralismus, indem er nämlich sagt, wir haben jetzt hier unsere interesting question, wo er dann sagt, consider it from the perspective of an orthodox model and an agent-based model. Dann schau die kompetitiven Interpretationen an und both will have strengths and weaknesses. Na, das ist natürlich irgendwie genau das, was eigentlich dieser Debatte über konstruktiven Pluralismus zugrunde geht. Und er sagt auch, ganz egal, was am Ende bei rauskommt, man wird was draus lernen. Ja? Wenn die zwei Interpretations kompatibel sind, dann ist es cool. Dann ist es sowas im Sinne von the truth as the intersection of independent lines, ja, wo wir wirklich sagen können, okay, wir haben hier von zwei unterschiedlichen Perspektiven, kommen wir zum gleichen Ergebnis. Das ist natürlich eine starke Aussage und eigentlich gute weitere Bestärkung von unseren Ergebnissen. Wenn sie aber nicht zusammenpassen, dann ist es natürlich interessant, weil dann kann man sich natürlich fragen, was diesem Unterschied zugrunde liegt.
und zu welchem, wo das quasi herkommt. Ob halt dann bestimmte Dinge, die sie zum Beispiel nur im algorithmischen, agentenbasierten Modell repräsentieren können, aufgrund der breiteren repräsentativen Kapazitäten, dass genau diese Elemente dann offensichtlich in der Realität eine ganz besonders wichtige Rolle spielen müssen. Ja? Und dann wird hier auch angesprochen, die Rolle von Policy Recommendations und welches Modell dann eben die Realität besser approximieren kann. Das heißt, eigentlich finde ich das interessant, weil es sind hier jetzt, wie gesagt, zwei Mainstream-Ökonomen, die dieses Argument machen für Pluralismus, dass das in der Praxis dann natürlich nicht, häufig dann doch leider nicht akzeptiert wird. Das ist jetzt eine wissenschaftssoziologische Frage, die hier nicht im Zentrum stehen soll. Für uns ist es aber wichtig, weil das ist eine gute Motivation dazu, das gleiche Phänomen von verschiedenen Modellperspektiven zu betrachten. Und das ist genau das, was wir hier auch machen werden. Ne? Wir werden uns zum Beispiel Wachstumsfragen von verschiedenen Perspektiven angucken. Und das erlaubt uns natürlich auf eine ganz besondere Art und Weise kritisch über die zugrunde liegenden Mechanismen nachzudenken, weil wir eben diese unterschiedlichen Modelle verwenden und dadurch natürlich auch viel sensitiver bezüglich der zentralen Annahmen von den Modellen sind und dann eben auch den Teilen von Modellen, die dann wirklich zu unterschiedlichen Erklärungsansätzen führen. Und zumindest ich würde sagen, dass das uns natürlich ein ganz besonderes oder besseres Verständnis des Zielsystems, was wir analysieren wollen, erlaubt, als immer nur von der Perspektive von einem Modell oder von einem Modelltyp darauf dann eben zu blicken.